Ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Folge Heimatgeschichten. Wir sind in der Gemeinde Hebertshausen, ca. 30 Kilometer nördlich von München. Die erste urkundliche Erwähnung war im Jahre 783. Mittlerweile leben in der Gemeinde ca. 6000 Menschen. Mit dem MVV sind sie in 30 Minuten an der S-Bahn-Station Hebertshausen. Wir haben uns mit diesen Hebertshausenern getroffen. Mit Bürgermeister Richard Reischl und mit den Jungs, die ihre Skier selber produzieren. Außerdem waren wir einen Christbaum schlagen, haben die Geschichte des verschollenen Gedenksteins erfahren und waren am SS-Schießplatz. Und jetzt geht's nach oben, über die Dächer von Hebertshausen. Wir sind jetzt hier am höchsten Punkt der Gemeinde und beim ältesten Gebäude. Und hier ist gerade Baustelle im Gange und eine Person kann uns da mehr darüber erzählen. Das ist der Peter Wackerl. So, was bedeuten die drei Kreuze hier? Ja, das ist letztlich der Beginn unseres Projektes, das wir da jetzt in Hebertshausen geplant haben. Das ist die Kreuzigungsgruppe. Man kann auch Kafarienberg sagen, weil das die höchste Stelle ist jetzt von dem Kirchberg. Und die Kreuzigungsgruppe soll auch die Verbindung darstellen von dem alten Friedhof zum neuen, damit die Leute wissen, es gibt nicht nur den alten, sondern auch den neuen Friedhof. Und da gibt es dann den Weg, der dann mit Alleen noch bepflanzt wird, damit das letztlich dann eine Einheit wird. Also der neue Friedhof ist jetzt hier hinter dem Hügel. Ja. Die Kreuzigungsgruppe ist natürlich sehr modern gehalten, weil wir haben eine sehr alte Kirche und da kann man keine mittelalterliche Kreuze mehr aufstellen. Und da haben uns die Künstler dazu geraten und Vorschläge gemacht, diese drei Kreuze so aufzustellen, wie das auch im Kafarienberg war. Die haben schon Sinn in der Anordnung in der Mitte, Jesus und links und rechts die beiden Schächer. Mhm. Und die Bevölkerung war anfangs ein bisschen zurückhaltend, sagen wir mal, weil das doch ganz was Schräges ist. Aber inzwischen wird es akzeptiert und gerade von Leuten, die sich mit Kunst ein bisschen befassen, sagen, das ist eine sehr gute Lösung zwischen alt und neu. Mhm. Und die Kirche St. Georg, die wird jetzt schon eine Zeit lang renoviert? Ja, die Kirche ist ja echt nur 900 Jahre alt und die hat ja lang und damit eine lange Geschichte. Zum letzten 100 Jahre, letztlich oder letzten 50 Jahre der traurige Geschichte, weil es ist ja in der Dorfmitte eine neue Kirche entstanden, die haben Sie vielleicht gesehen, die große, weil Hebertshausen wird immer größer, wächst an der Bevölkerung. Die hat dann nicht mehr ausgereicht, die alte Kirche, und also neu gebaut worden in den 60er Jahren. Mhm. Und wie es immer so ist, wenn eine neue Kirche gebaut ist, wird das alte ein bisschen vernachlässigt. Und es ist dann ausgeräumt worden, nicht mehr benutzt worden. Und wenn man Haushalt nicht nutzt, dann wird es immer marodiger. Und letztlich war es kurz bevor das zusammengefallen ist. Eine Wand ist eingebrochen. Und dann war eben der Verein und alle haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Kirche weg oder sanieren. Und sanieren alleine macht immer nur dann Sinn, wenn man eine Nutzung hat. Ja, weil bloß Geld reinsteckt und dann steht sie wieder da. Und da war das glückliche Umstände, dass die Gemeinde auch ein Leichenhaus bräuchte und ein Aufbewahrungshaus braucht, weil die Beerdigungsfragen ist eine Sache der Gemeinden. Mhm. Und die hätte eine Aussegnungshalle und Leichenhalle bauen müssen. Und dann haben wir gesagt, wir verbinden das. Und jetzt gibt es hier machen die alte Kirche. Alte Kirche machen wir dann zur Friedhofskirche. Und das, was Sie dann sehen werden, diese neue Anbauten und das ist dann letztlich Sache der Gemeinde gewesen und damit gibt es jetzt ein Gesamtkonzept zwischen den beiden Kirchen. Kirche und der Gemeinde. Wir sind jetzt ganz gespannt auf das Ensemble und gehen durch das Tor vor die Kirche St. Georg. Ja, wir haben vorher über die Zusammenarbeit gesprochen, dass uns die Gemeinde so sehr gut unterstützt mit dieser Leichenhalle und mit dieser Aussegnungshalle. Das Ganze hat aber letztlich den Ursprung bei dem Verein zur Erhaltung der St. Georgskirche. Der hat sich damals gegründet, weil wir gesehen haben, die Kirche zerfällt, bricht ab und damit ist alles zu spät. Und da hat sich der Verein gegründet, der private Verein, der sich dann mit inzwischen 100 Mitgliedern ein bisschen Geld gesammelt hat und vor allen Dingen sich gekümmert hat um diese Kirche. Und damit ist dann entstanden, dass wir drei Funktionen gehabt haben für die Finanzierung. Einmal der St. Georgsverein, der mit ihren Mitgliedern, mit den Spenden,
dann die Gemeinde mit den Zuschüssen, Leihenhalle und auch mit der Kirche. Und das Ordinariat hat natürlich sehr stark geholfen, weil sonst hätten wir diese Finanzierung nicht hingebracht. Die Kirche alleine sind etwa über drei Millionen. Mhm. Und das kann natürlich ein kleiner Verein sich nicht leisten. Mhm. Aber wie gesagt, das Ordinariat hat erkannt, dass die Kirche erhaltungswürdig ist, und damit haben wir gute Unterstützer gehabt. Und was sieht man jetzt? Das ist da die neue Aussegnung, also Aufbewahrungshalle. Das ist auch ganz neu, also dazugekommen. Das ist auch eine alte, aber ist halt renoviert worden und ein bisschen angepasst worden mit dieser Erweiterung, damit der Friedhof abgeschlossen ist. Und ein bisschen Kunst muss auch sein und ist gleichzeitig auch eben für die Aussegnung geeignet. Man kann dann, wenn man es will, entweder die Aussegnung da heraus machen oder in der Kirche. Mhm. Es gibt ja Leute, die eben nicht in die Kirche gehen, die können das dann hier machen, weil der Friedhof ist ja für alle geeignet. Ja, gehen wir mal rein. Ja, wir können reingehen. Und bevor es reingeht, machen wir noch eine kurze Unterbrechung. Wir sind in der Gemeinde Ebertshausen und schließen uns jetzt den Handwerkern an und gehen ins Innere der Kirche St. Georg. So, hier ist ja noch richtig Baustelle. Ist die? Wie lange wird hier schon renoviert? Etwa 3 Jahre. Die Planungen gehen natürlich weiter zurück, weil gerade wir haben ja, wenn man so ein großes Projekt verwirklichen möchte, braucht man ja sehr viel Geld. Ich habe gesagt, die Kirche alleine etwa 3,3 Millionen ohne diesen Außenanlagen. Und wir mussten da vorher erst natürlich Geld zusammenstellen, Finanzierungsplan erstellen. Und das war Vorlauf. Und wenn wir dann diesen Finanzierungsplan erstellt hatten, die Zusagen der Geldgeber erhalten haben, dann haben wir begonnen. Und es ist etwa so drei Jahre, wo es jetzt geht, mit ein bisschen Unterbrechungen immer. Aber jetzt geht es zur Endspurt. Es wird jetzt etwa jetzt im Winter, was noch herausgearbeitet werden kann, und im Frühjahr dann noch die restlichen. Wir möchten so im Mai die Einweihungsfeier machen. Mai 2020 ist dann fertig. Ja. Und bleibt es so clean? Bei der Renovierung hat sich herausgestellt, dass da ein sehr altes Frestenbild natürlich noch da ist. Und da war die Diskussion immer, zudecken, aufbewahren für weitere Generationen oder zeigen. Ja. Und nachdem das so ein seltenes Bild ist, im Schoß vom Abraham, etwa einer der ältesten Bilder, nicht nur ausgeschaltet, aber der ist... Hier ist Baustelle jetzt. Das ist Baustelle. Ja, also diese alten Fressen, die waren entweder zum Abdecken oder zum Sanieren. Und wir haben uns entschlossen, immer mit in Abstimmung mit dem Ordinariat und mit den Kunstreferaten, dass wir es zeigen. Und sehen Sie, wird jetzt gerade renoviert, aber nicht mehr wie früher nachgemalt, sondern nur freigelegt. Was noch zu retten war, also wird dann gezeigt. Aber wie gesagt, freigelegt. Was früher wurde dann versucht, diese alten Bilder noch mal zu rekonstruieren, zu bemalen. Das macht man nicht mehr, weil man alte Bilder darf man nicht übermalen. Und von wann schätzt man ist das? Das wird, also ist anfangs 1100, 1200 in dem Bereich sein. Und daher ist erhaltungswürdig und auch sanierungswürdig. Und es wird sicher jetzt dann auch schwierig für die Besucher, ja, das werden dann nicht gleich klar erkennbar sein, was das Bild darstellt. Und da wird man halt dann versuchen, mit einer Legende oder irgendwas das Bild zu erklären. Und dann wird es auch verstanden. Und dann, glaube ich, ist es ja gut, wenn man es belastet, wie es gefunden worden ist. Ja, die Orgel oben steht auch noch. Die ist jetzt nicht im Projekt mit dabei, weil die kostet dann nochmal etwa 80 oder 100.000. Die ist jetzt zunächst einmal verpackt, bleibt so, und wenn wir mal irgendwo Geld haben, dann können wir die auch wieder machen.
Ja, und die Kirche selber bleibt ziemlich frei, wie Sie jetzt sehen, die bleibt weiß. Mhm. Soll ja auch ein Mehrnutzungsraum werden. Also kirchliche Beerdigungen, das ist selbstverständlich, mhm, aber auch geeignet für kleinere Sachen, für Taufe, für kleinere Hochzeiten, mhm, würde sich so anpassen. Oder auch für Konzerte, für Lesungen. Ach schön, und ja. Das wird kulturell genutzt und damit, mhm, ist die Kirche auch breiter genutzt und nicht nur immer, mhm, wenn eine Messe ist. Mhm. Und es bietet sich der Raum an, weil wir vorher schon gesehen haben, das ist ein sehr schöner Platz und das gibt dann ein sehr schönes Gesamtbild, wenn man herin und draußen da, ja, sich ein bisschen wohlfühlt. Ja, aber hier oben hat man auch einen tollen Blick über die Gemeinde. Ganz ganze, vorhin gesagt, da sehen Sie, wenn Sie einigermaßen füllen ist, von Watzmann bis zur Zugspitze, mhm, die ganze Alpenkette. Mhm. Und das ist echt ganz schön. Sind Sie gebürtiger von hier? Ein bisschen hier weiter draußen in Altomünster, aber nicht sehr weit, 20 Kilometer im Norden. Okay. Vom unteren Kirchenraum geht es jetzt noch hoch zur Orgel. Ja, damit in diese weiße, nüchterne Kirche ein bisschen Farbe reinkommt, werden die Fenster, erhalten die Fenster Farbbilder, mhm, und zwar auch sehr moderne. Die sind fertig, Sie sehen die Halterungen schon, die kommen natürlich ganz am Ende rein. Die Außenfenster bleiben so, wir sind als Schutz, als Regenschutz für Kälte und die farbigen Fenster werden dann nur innen aufgehängt und wir sollen dann die Farbe, die da herin fehlt, mit Sonnenlicht dann die Farben nach innen tragen. Und das wird sicher auch eine ganz gute sehr Sache. Schön. Und dann kommen natürlich die entsprechenden Lampenlichter noch dazu. Das ist ein sehr harmonischer Raum. Also eigentlich wird schon viel neu designt für die Kirche. Ja, sehr, sehr viel. Und ja, auch das dann moderne Eigenschaften. Ja, das ist so diese Verbindung immer, ja, zwischen alt und neu. Mhm. Und nachdem das lieber die nüchterne Phase gewählt worden ist, muss man ein bisschen Farbe nachholen, aber nicht Farbe so wie im Barock und so, mhm, sondern auch wieder mit modernen Fensterglasscheiben und ich denke, dass das eine gute Lösung, ja, ist. Ja. Hört sich interessant an, dass es dann auch so modern genutzt werden kann. Und ja, dann eben die offene Nutzung mit, ja, allen, mhm, Bereichen. Ja, vielen Dank, Herr Wackerl, für den Einblick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir müssten in einem Jahr mal herkommen und dann mal die schöne Pracht anschauen von diesem neuen Kirchenbau. Machen Sie es gut. Musik